Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einer weiteren Let's Play Prey mit Paxis. Ich würde echt gerne mal wieder recyceln, wenn ich ganz ehrlich bin. Oder halt so viele Neuromods finden, dass ich einfach in Ruhe mehr Sachen einsammeln kann. Aber ich meine, es ist eine Werkstatt. Also wenn ich in der Werkstatt was zum Recyceln ist, dann weiß ich auch nicht. Also wo soll es denn sonst sein? Hier muss ja irgendwo so ein Recycle-Ding stehen. Bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Operator Dispenser. Beantrage neuen Operator. Transstar Kobold 410 Technik Operator bereit zum Einsatz. Bitte machen Sie die Öffnung frei. Inspektion läuft. Ihr Anzug ist etwas mitgenommen. Ich repariere das. Ach so! Geil! Schön, dass das so funktioniert. Warum sagt mir das denn keiner? Hätte ich mir das Anzugteil sparen können. Ja, was soll's. Ich komme. Kann ich noch so ein Ding machen? Maximale Anzahl simultaner Operator-Einheiten erreicht. Ah, okay. Hätte man mir auch sagen können. Bewege mich. Wo gehen wir denn zuerst mal hin? Hallo? Reißt euch mal zusammen. Förderersteuerung, Warnung, Frachtförderer erfordert planmäßige Wartung. Fracht transportieren. Ich mach's einfach mal, mal gucken. Wird schon irgendwas bringen. Oh, 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 sorry, oh, das tut mir echt leid für die Leiche. Schaden entdeckt, ja, okay. War dumm, ich merk's. Sorry. Okay, wir müssen wahrscheinlich hier hin, aber bevor wir da mal hingehen. Oh, da liegt ja noch was. Ach nee, Moment mal, das liegt ja unten drunter, sehe ich gerade. Hier liegt das. Hä? War doch gerade eine Spule. Bin ich doof? Da, 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 da. Kann man denn hier ganz drunter? Ja, ach krass, das wusste ich nicht. Das ist ja geil. Wer weiß, was hier noch liegt? Hier ist nichts. Mann, hier hätten sie ruhig noch was hinlegen können für diejenigen, die sich die Mühe machen, dahinter zu gehen und sogar noch die Kisten wegschieben. Andere Seite noch. So geil, wie er da durchkriegt. Aber wie schnell er sich auch noch bewegt, ne? Also, was ist denn das? Müsste er jetzt nicht eigentlich nach vorn robben? Also, wie liegt denn der bitte auf dem Boden? Da hat er beide Hände an der Waffe dran. Ich frage mich gerade, was der macht. Also, wie geht denn das? Was ist denn das? Das ist sehr merkwürdig. Es funktioniert auf jeden Fall nicht so, wie es da dargestellt ist. Jägerin ist bereit. Also Leute, ich glaube, das Ding ist bereit. Ich nenne es Jägerin Bolzenwerfer. Clive, mir gefällt deine Idee der kapazitiven Spitzen an den Bolzen sehr gut. Schickst du mir die technischen Daten, dann arbeite ich sie in der Fabrikatorplan der Munition ein. Mit diesen Spitzen kann man jeden getroffenen Touchscreen aktivieren. Ich habe ziemlich viel Müll für den Fabrikator gesammelt, damit wir einige davon nach der Arbeit herstellen und ausprobieren können. Fehlende Operator-Teile. Hast du dich um die Operator-Verteiler... Loks und die fehlenden Teile gekümmert. Jeder Operator auf der Station muss unbedingt erfasst werden. Ich werde mich auch gleich an Alex oder Alex Daniel. Mach das, liegt nicht in meiner Verantwortung, sondern in Morgens. Fehlfunktion des Fabrikators.
Dr. Thorstein, ich habe die Neuromod-Stempel und Gitter im Fabrikator überprüft und es war alles in Ordnung. Die Komponenten scheinen nicht defekt zu sein. Ich muss daher wohl die ganze Maschine zerlegen. Vielleicht sind ja Iqves Daten schuld daran, dass es ständig zu Ausfällen kommt. Schwer zu glauben, Iqve arbeitet immer sehr sorgfältig, aber wir machen alle mal Fehler. Ich arbeite weiter daran. Möglicherweise lag es auch an der Charge. Waren im letzten Zyklus nicht auch ein paar defekte Elemente dabei? Nee, Moment, das war der zweite Teil. Danke für die Rückmeldung, ich übernehme von hier an. Also sehr oft sind keine spannenden Sachen drin in diesen E-Mails. Halt, lag hier noch was? Ja, Bauschlaborator 2, sorry. Jede Luftschleuse besitzt eine manuelle Verriegelung, die Sie vor einem Weltraumspaziergang deaktivieren müssen. Das ist zwar als Sicherheitsmaßnahme gedacht, aber irrelevant, wenn der Feind schon in der Station ist. Wenn Sie hinausgehen, bleiben Sie in der Nähe. Die Typhon sind vielleicht auch schon im Außenbereich. Nicht vergessen, andere Luftschleusen müssen auch zuerst von innen geöffnet werden. Noch etwas, Sie haben noch kein Antriebssystem. Das brauchen Sie aber zum Manövrieren. Naja, dann weiß ich jetzt zumindest schon mal, wo ich dann später hin muss. Ich kann ja mit Sicherheit auch von der anderen Seite hin, muss da jetzt nicht da durchlaufen. Wie komme ich denn hier rein? Wie komme ich denn da rein? Ach, das hier muss ich wegziehen, da war aber Hebelkraft 3, ich habe gerade mal die 1. Na gut, dann wird es erstmal nichts. What? Er wollte auch da rein, wie es aussieht. Was ist das? 9mm Munition. Hä, aber haben wir nicht 9mm Munition? Ach so, ah. Aber eigentlich brauchen wir 9mm Munition. Was haben wir denn? Was brauchen wir denn nicht? Was haben wir denn nur einmal? Dieses verdammte Bier, ich nehme das jetzt. So. Oh, wir sind leicht betrunken, wie es aussieht. Und hier, Türfunktion, Reparatur 3. Oh, Radioaktivität, sehe ich gerade. Sorry, das habe ich erst ein bisschen spät gemerkt. Oh, fuck. Liegt denn scheinbar an dem scheiß Ding da. Was ist denn los mit euch, dass ihr so einen Dreck hier rumliegen lasst? Ist alles voll damit, ist alles voll! Scheiße! Ärztliche Hilfe empfohlen. Status verstrahlt. Bedeutet wahrscheinlich, dass ich jetzt kontinuierlich Energie verliere, oder? Fuck, wie komme ich denn da rüber jetzt? Erstmal gar nicht, wie es aussieht. So, kletter mal hier hoch. Muss ich darauf? Ich glaube, ich muss darauf. Wir sind immer noch verstrahlt, aber bisher sehe ich keine negativen Konsequenzen. Zero G, stelle einen Attack-Anrichtung her. Dann muss ich hier aber erstmal wieder. Oh mein Gott. Leitfaden der Transtar-Uniform, Abschnitt bla. Ihre Transtar-Uniform wurde entworfen, um Ihnen Sicherheit, einen bequemen Sitz und einfaches Arbeiten zu ermöglichen. Die Uniform muss an Bord der Station stets getragen werden. Es wurden zwar alle Anstrengungen unternommen, um Ihnen auf der Talos 1 ein komfortables und sicheres Arbeitsumfeld zu bieten, allerdings besteht immer die Möglichkeit eines Unfalls oder einer Gefahrensituation. Die Zugehörigkeit zu den Abteilungen erkennen Sie am Stil und der Farbe der Uniform. Braun und Schwarz, Leitung und Verwaltung, Grün und Weiß, Wissenschaft und Technologie, Orange, Technik und Wartung, Blau und Schwarz, Sicherheit. Wirksamkeit der Bolzen.
Hey Clive, tut mir leid wegen der ganzen Bolzen in der Werkstatt. Das ist wirklich der einzige Ort, an dem ich die neue Waffe ausprobieren kann. Ich glaube, die wird ganz nett. Brauchst du noch Hilfe? Mary ist schon dabei. Keine Sorge, ist die Katze aus dem Haus. Ich habe schon ein paar Ideen. Ich arbeite da was aus und schicke es dir und Mary. Psychotronik-Satellit. Der Satellit, der aktuell in der Werkstatt in Reparatur liegt, soll stillgelegt werden. Dr. Kelstrup hat uns allerdings gebeten, alle Elemente des Psychotronik-Transistors zu entfernen und im neuen Satelliten zu installieren. Fragen Sie mich nicht, wofür die gut sind. Ich weiß es nicht. Erledigen Sie es nur so schnell wie möglich. Ah, Recycler und da. Ah, sehr geil. Genau, was ich gebraucht habe. Oh ja, wir sammeln das Zeug dann ein. Ich hab's kapiert, sorry. So, das können wir auf jeden Fall reinlegen. Dann alles, was Schrott ist. Und jetzt gucken wir nochmal, ob wir irgendwas anderes nicht brauchen. Aber ich glaube, der Rest wird erstmal benötigt. Was ist das? Kuhstrahlzellen, ein Bündel von Energiezellen, die das Kuhstrahl... Aha, aha. Okay, und das scheint wirklich Munition zu sein. Na gut. Aber ich glaube, wir müssen dann echt mal den Anzug erweitern. Wir brauchen mehr Inventarstellen. Das merke ich jetzt schon. Das wird sonst wahrscheinlich demnächst immer wieder ein Problem werden. 7 mal Eisen. ...14,3 organisches Material, 5 Schrotpatronen, mineralisches Material. Sehr schön, jetzt sammeln wir den ganzen Schrott hier nochmal ein. Achtung, Strahlung! Mary, wie du vielleicht bemerkt hast, gibt es ein Problem mit einem der Tanks in der Nähe des Lagerschranks, das zum Austreten von Strahlung führt. Halte dich bitte davon fern und sage es weiter, bis ich die benötigten Dinge erhalten habe, um es in Ordnung zu bringen. Assassin's League. Hey Mary, hier ist Gary Snow. Ich arbeite im Besatzungsdienstbereich. Ich habe ein Gerücht über eine neue Pfeilpistole gehört, die sich ausgedacht haben. Es ging auch um ein Assassins-Spiel im Arboretum und in den Besatzungsquartieren. Ich wäre gern dabei. Geil, dass sie hier für Spiele so entwickeln. Das ist nice. So, jetzt nochmal den Schrott hier rein. Attax-Antriebssystem. Was brauchen wir da? Nicht viel. Ein Antriebssystem für das Manövrieren in der Mikrogravitation, das an deiner Transter-Uniform angebracht werden kann, unterstützt außerdem Sprünge bei normaler Gravitation. Schnell. Hat die Leertaste gedrückt, okay. Ah, cool. Nice. Ich glaube, wir können uns mal ein bisschen Schrotpatronen bauen, weil wir haben nur noch 5. Das ist. Nee, Quatsch, wir haben noch. Ja, doch, 5. Passt schon. So, Schrotpatronen. Wie viele Medikits? 5, da brauchen wir erstmal keine. Was kosten denn eigentlich Pistolen? Pistolenmunition brauchen wir eigentlich auch noch. Fällt mir gerade so ein. 3-1 und das war 3-2. Okay, machen wir erstmal noch Pistolen. Wie viele Schuss sind das? Müssten ja mehr sein. 30 Schuss, sehr geil. Okay, aber das war's dann auch. Ja, aber ich denke, das passt. Da haben wir jetzt hier 24 extra nochmal für den Schrot und einen nochmal 30 von der für die Pistole. Das passt. Sehr, sehr schön. Und die nächsten Neuromods werde ich höchstwahrscheinlich in Inventarerweiterung reinstecken, weil das Problem wird einfach immer wieder vorkommen. Es gibt einfach zu viele verschiedene Sachen. Ich hätte jetzt eigentlich schon Bock, wieder zurückzulaufen, um mir das ganze Essen noch zu holen. Wenn ich ehrlich bin, ich überlege auch gerade, ob ich es mache. So, jetzt hier waren wir jetzt überall. Alles klar, wir müssten jetzt rein theoretischerweise da rausgehen. Wo
geht's hier hin? Oder wir gucken mal, wo es hier lang geht. Können wir hier einfach weitergehen oder ist es jetzt Blitztod hier? Warnung. Vitalwerte kritisch. Blitztod. Alles klar. Okay, okay. Wir können da nicht lang. Ich hab's kapiert. Warnung. Vitalwerte kritisch. Alter, ich habe nicht genau da gespeichert, oder? Bitte nicht. Scheiße! Oh, fuck. Na gut, dann muss ich jetzt mit diesem Problem leben. Eigener Fehler, was soll's. Wieder mal Medikits kaputt machen. Oh, ist das zum Kotzen. Fuck! Aber egal, bisher sind wir... Also, wir sind bisher, obwohl wir sie schon super auch verschwendet haben... Mega gut ausgekommen mit den Medikits. Das kann also kein Zufall sein. Es muss heißen, wir sind. Das ist aber aus einer anderen Ebene, fällt mir gerade ein. Das heißt, wir sind in den Kämpfen so gut, dass wir uns das leisten können. Ich will sie eigentlich einfach nur wegschmeißen, aber es scheint nicht zu gehen. Finden wir auf jeden Fall noch mal eine Menge Schrott hier in den Nebenraum, das ist schon mal gut. Findet Dr. Kabine Schlüsselkarte für seine Werkstatt. Wieso sollte ich noch mal in den Außenbereich dann gehen, wenn wir jetzt sowieso einfach hier abhängen können? Das ist irgendwie so ein scheiß Phantom. Vorführungsbühne. Wo kommen wir denn hier überall hin? Also wir müssen auf jeden Fall in der Werkstatt irgendwie nach der Karte suchen. Das scheint schon mal wichtig zu sein. Neuromod. Wie viele haben wir denn jetzt? Zwei. Aber das reicht nicht. Nein, wir brauchen glaube ich drei, oder? Um mehr tragen zu können. Ach nee, das haben wir ja schon. Das heißt, wir brauchen zwei. Verbessert deine Transdone? Aha, erlaubt in der Sinn von zwei Tüten den Chips setzen. Genau, dann nehmen wir das. Ja, genau, jetzt haben wir, ja, genau, passt. Sehr geil. Sollte also nicht so schnell wieder ein Problem werden. Will ich jetzt ganz nach unten gehen? Was sind wir denn hier? Jägerin Bolzenwerfer, ah, das ist das also. Der Jägerin Bolzenwerfer verschießt Schaumbolzen, die keinen Schaden verursachen. Er ist doch hervorragend dafür geeignet, Kollegen zu nerven, Gegner abzulenken und Schalter am Bildschirm aus der Ferne zu betätigen. Alles, was ich überhaupt nicht brauche. Jetzt können wir eigentlich mal... Ach so, belege ich die Sachen. Ah, jetzt verstehe ich das. Kann ich auf die... Das auf die 2, 3... Ja, das passt eigentlich so. Stand da gerade Cliff Lawrence? Also als Name da bei dem Phantom, statt einfach nur Phantom? Wenn ja, wieso? Da! Cliff Lawrence! Also muss der sich in den Phantom verwandelt haben. Interessant. Also, habe ich die komische Armbrust jemals verwendet? Ich wage es irgendwie ganz stark zu bezweifeln. Das klingt nicht so, als wenn das mein Stil, mein Spielstil wäre. Wenn ich ehrlich bin. Aber ich lasse mich gerne vom Gegenteil überzeugen. Die nimmt halt jetzt auch wieder wahrscheinlich ziemlich viel Platz weg, ne? Zwei Plätze wieder. Danach die Munition. Na, ich weiß nicht. Ich benutze schon diese komische Glue-Kanone nicht und hab sie immer noch im Inventar.
Das Ding ist aber halt, dass die Glue-Kanone und halt auch diese Armbrust, das kann einem halt auch außerhalb des Kampfes was bringen, die Armbrust eben, um irgendwas Entferntes zu betätigen und die Glue-Kanone, um eben... Okay. Und die Glue-Kanone eben, um an irgendwelche Orte zu kommen, weil man sich damit dann irgendwie eine Leiter baut oder sowas. Das ist halt... Ach, jetzt schon wieder ein Recycler, okay. So. Und den Rest brauchen wir ja. Ich würde, es sei denn, ich würde halt sagen, okay, die Kanone, aber eigentlich will ich das nicht kaputt machen, weil es könnte ja sein, dass wir es mal außerhalb irgendwie benötigen, deswegen lasse ich das mal. Ich habe ja ordentlich Schrott gesammelt gerade. Ich bin schon wieder über 3 mineralische. So. Dann haben wir es jetzt hier unten auch. Haben jetzt die Kanone gefunden und können jetzt wieder nach oben gehen. Ja, hier, das meine ich halt. Sowas kann man dann halt bauen mit dem Ding. Was halt sonst ohne der Clue-Kanone nicht möglich wäre. Thaddeus Joik. Ah, bei dem haben wir doch die E-Mails gelesen, glaube ich. Dr. Thorstein, wo sind Sie? In der Werkstatt. Ich... hab eine Explosion gehört. Vergessen Sie das. Nehmen Sie mit, was Sie können und kommen Sie in mein Büro. Wir evakuieren. Was? Was soll ich? Neuromods, exotisches Material. Beeilung, wir treffen uns in meinem Büro. Ja, Sir. Und bringen Sie eine Glue-Kanone mit. So, die doppelten Waffen, die werden wir jetzt direkt nochmal verschrotten und recyceln. Das ist gar nicht so schlecht, aber die jetzt hier an der Stelle finden, weil wir da eben direkt bei einem Recycler sind. War nicht der Plan. Okay, die zweite Pistole brauchen wir nicht. Und die zweite Glue-Kanone brauchen wir nicht. Sehr schön. Tja, dann würde ich sagen, müssen wir beim nächsten Mal... Ach nee, ich lasse mal das... Erstmal dieses... Die Lokalität da oben komplett durchsuchen und nach dieser komischen Karte suchen und dann gehen wir nach draußen, glaube ich. In diesem Sinne, liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten Daumen nach oben, dann wird man euch loben. Euer Paxis, bis zum nächsten Mal. Tschüss.